God morgon, här är den förvirrade svensklärare från Nordic Way. Jag är förvirrade svensk lärare från Nordic Way. Som har lite kort special över adjektiven och adverben. Alltså det är underskid zwischen en adjektiv och en adverb. Adjektiven wird nach der Substantiv gebeugt, weil ein Adjektiv sagt etwas über das Substantiv. Also es sagt etwas über ein Haus, ein Auto, Mädchen und so weiter. Und es wird gebeugt, ob das ist ein N-Wort oder ein Ad-Wort oder ob das ist ein Plural. Pojken är snabb. En snabb pojke. Pojke är en word. Alltså det är adjektiv snabb. Snäll. I den grundform. Barnet är snabbt. Ett snabbt barn. Barn är ett word. Alltså vet det adjektiv snabbt gebeugt. Snabb gebeugt, jetzt kommt ein T, also snabbt. Flickorna är snabba. Det är snabba flickor. Die Mädchen sind schnell. Das ist schnelle Mädchen. Flickorna ist plural. Also kommt ein A auf dem Adjektiv. Snabba. Das ist Adjektiv. Gibt natürlich Ausmaßen. Es gibt natürlich andere Varianten da auch, aber das ist der Grundprinzip. Und was ist dann Adverb? Adverb spricht nicht über das Substantiv. Adverb sagt etwas über Pojken springer snabbt. Barnet springer snabbt. Flickorna springer snabbt. Und weil es sagt etwas über das Verb und nicht über das Substantiv, wird es nicht gebeugt. Es kommt immer ein T. Okay, das war das Hela. Ha det bra. Hej så länge.